Meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Gäste, liebe Medienvertreter, ich darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel der Eisbiraten Krimmetschau gegen die Tower Stars aus Ravensburg vor 817 Zuschauern hier im Kunsteisstadion Krimmetschau. Das Endergebnis 5:2 und der Sieg für die Eisbiraten Krimmetschau. Ich begrüße bei mir die Trainer der beiden Mannschaften, Petri Kojala, Trainer der Ravensburg Tower Stars und Fabian Dahlem, Trainer der Eisbiraten Krimmetschau. Ich möchte zunächst das Wort an den Gästecoach richten. Herr Kojala, Ihre Sicht der Partie. Ja, guten Abend. Meine Sicht von der Partie. Wir sind ausgeruht hergekommen. Wir sind direkt aus Bremerhaven nach Krimmetschau gefahren, so dass wir die Beine locker haben im Spiel. Und davon war heute nicht viel zu sehen. Wir sind sehr, ich weiß nicht, liegt es an der Tabellensituation, dass wir gegen Tabellenletzten gespielt haben und ein bisschen überheblich in Anfang gefahren, sehr offen gespielt haben. Und Krimmetschau natürlich mit gefährlichen Stürmen, da Reed Campbell, wie die alle heißen, nutzen alle Chancen, was die kriegen dann, wenn wir zu offensiv spielen. Und so war es heute auch im ersten Drittel. Zweite Drittel waren wir praktisch in Unterzahl, also da war auch von uns nicht viel zu sehen. Und dann natürlich im letzten Drittel, in 20 Sekunden, die zwei Tore, hat Krimmetschau clever den Sack zugemacht. Und gratuliere an Fabian und seine Mannschaft. Vielen Dank, Herr Kujala, damit das Wort an Fabian Dahlem. Guten Abend allerseits. Das war ein Spiel von zwei Mannschaften, die eine Menge oder eine hohe Belastung in den Beinen hatten. Und dementsprechend, glaube ich, war es heute wichtig, über den Kampf und über den Willen das zu machen. Sicherlich haben wir auch spielerisch ein paar Mal Akzente setzen können, aber trotzdem hat man auch in einigen Situationen gesehen, dass man Dinge probiert hat, die mit klarem und frischem Kopf und frischen Beinen funktionieren würden, aber heute ein bisschen schwer waren, so auszuführen. Trotzdem denke ich, dass meine Mannschaft sehr, sehr klug und auch recht diszipliniert gespielt hat. Insgesamt war es an der Zeit, nach den wirklich sehr guten Leistungen der letzten Spiele, uns heute endlich wieder mal zu belohnen mit einem Dreier. Und am Ende haben wir gesehen, was für einen Charakter die Mannschaft hat. Ja, wir lassen uns nicht unterkriegen, auch nach zwei so wirklich brutal schmerzhaften Niederlagen, wo wir eigentlich die bessere Mannschaft waren in den letzten beiden Spielen. Stehen immer wieder auf, machen weiter, werden besser und es war eigentlich, glaube ich, ein Sieg des Willens heute und deswegen bin ich extrem stolz auf meine Jungs. Danke. Vielen Dank an die beiden Trainer für die Statements. Damit die Fragen der Pressevertreter. Frage an Fabian Dahlem. Kurze Einschätzung zu Robin Slanina. Gut, dass wir ihn heute auf dem Spielberichtsbogen hatten und bei uns hatten, weil nach dem Ausfall von Walsh war das natürlich wichtig, dass wir dann nicht irgendwie einen Verteidiger nach vorne hätten ziehen müssen. Wie wir sehen, Verteidiger haben wir eine Menge, aber Stürmer haben wir momentan nicht mehr ganz so viele. Hat sich gut mit eingefügt, hat ordentlich gespielt, hat auch gesehen, dass er ein bisschen frischere Beine hatte als der Rest der Mannschaft oder der Rest der Spieler, die insgesamt auf dem Eis waren. Ordentliche Leistung abgeliefert und will ihn aber jetzt hier nicht besonders herausheben, das haben die anderen Jungs nicht verdient, weil ich denke, letztendlich hat er sich gut eingefügt und würde mich freuen, wenn man sonst nichts über ihn lesen kann, sondern das Lob, das kriegt er intern bei uns, wäre nicht ganz verdient. Ja. Alles klar. Weitere Fragen an die beiden Herren? Sehe keine Wortmeldung, möchte die nächsten Spiele der Eisbiraten Krimmetschau ankündigen. Am Freitag, den 10. Januar, empfangen wir hier zum Sachsen-Derby im Kunsteisstadion Krimmetschau 20 Uhr die Dresdner Eislöwen. Das nächste Auswärtsspiel der Eispiraten am Sonntag, den 12. Januar. Da gibt es eine Änderung. Das Spiel beim e.V. Landshut von regulär 18 Uhr um eine Stunde nach vorn verlegt. Anspielzeit in Landshut gegen die e.V. Landshut Eishockey ist dann schon 17 Uhr. Unseren Gästen aus Ravensburg, Herrn Kujala, Ihre Mannschaft, eine gute und sichere Heimreise. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Abend.